uns die Kleine und tilgen sie die Schuld. Bringen Sie uns das Mädchen und tilgen Sie die Schuld. Yeah!
Verdammt, ich muss irgendwie da rein. Okay. Hören Sie, ich will nur zu dem Mädchen. Wer waren diese? Spielt keine Rolle. Ich muss ins Büro des Direktors. Dazu ist es jetzt zu spät. Dein Vater hat dir ein schönes Zuhause geschenkt. Und du hast es zerstört. Er ist nicht mein Vater. Ich nehme an, der Siphon ist eine Art Leine. Ja, mein Vater hat sie mir angelegt. Aber als die Zeit kam, habe ich sie nicht einmal selbst abgenommen. Was, wenn ich die Leine abnehme und dann herausfände, dass ich so gefügig bin wie eh und je. Wie mein Vater konnte ich alles sehen, was sein würde, sein könnte und nicht sein darf. Unser Geist wird geboren, verpestet von Sünden. Manche sind so schlimm, dass sie niemals Vergebung finden. Der Geist muss mit der Wurzel ausgerissen werden. Meine Kinder sind ohne Fehl, ohne Tadel und haben keine Wahl. Wir werden dich heilen. Ich bin nicht krank. Ein Geist schon. Ich wollte immer nur, dass du dein Potenzial ausschöpfst.
Du isst ja gar nichts, Liebes. Hast du irgendetwas? Ich hab keinen Hunger. Früher oder später musst du was essen. Eine letzte Chance auf Erlösung.
Für uns beide. Da ist der Schalter. Was ich getan habe, lässt sich nicht ungeschehen machen. Ich kann nicht stoppen, was ich an. So sollte ich runter und zu Elizabeth kommen. Aber vielleicht kann ich verhindern, dass es je anfängt. Er war meine erste Hoffnung. Jetzt ist er meine letzte. Zeigt ihn aufs offene Feld! Halt! Das sind sie! Leine ab, denn all das muss einmal ein Ende haben. Aber selbst wenn ich den Siphon zerstöre, werde ich stark genug sein, um alle Türen zu sehen und diejenige zu öffnen, die ich mir aussuche. Und wenn ich ihn herhole, wer kann sagen, ob er gegen die Monster bestehen kann, die ich schuf? Elizabeth, halt durch! Was ist das? Warum fragen Sie was? Die wahre Frage lautet wann? Lebt, lebte, wird leben. Stirbt, starb, wird sterben. Wie du siehst, Booker,
leiten die Irren das Irrenhaus. Sie hören nicht mal mehr auf mich. Ich kann nur zusehen, wie sich das, was ich in Bewegung gesetzt habe, seinem Ende entgegentreibt. Ich brauchte meine ganze Kraft, um dich herzuholen. Elisabeth, ich verstehe nicht. Ich hab dich schreien hören. Ich wollte dich holen. Sind wir... Hier. Nimm meine Hand. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die Berge der Welt in Flammen hüllen. Sag, was du willst über Comstock. Er war ein höllisch guter Wahrsager. Nicht die Folter hat mich gebrochen. Auch nicht die Indoktrinierung. Es war die Zeit. Die Zeit vernichtet alles, Booker. Selbst die Hoffnung. Ich wollte kommen. Songbird. Er stoppt dich immer. Ich hätte einen Weg gefunden. Nein. Es ist zu spät für mich. Ich hab dich zu deinem Besten hergebracht. Zu euer beider Wohl. Hier. Was ist das? Es ist für sie. Sie wird es entziffern. Was steht da? Es ist ein Hinweis. Was für ein Hinweis? Wie man nicht ich wird. Ich bin zurück. 1912, bevor sie... Es ist noch Zeit. Elisabeth! Comstock, was machen Sie mit ihr? Lassen Sie sie! Mr. DeWitt, wie sagt man in solchen Lagen? Leider zu spät. Ich muss da rein. Vielleicht, wenn ich diese Maschine verstehe. Nicht!
das Vaterland! Gnade ist Sache des Herrn! Für den Glauben! Über New York wird wahr. Und ich bin es. Ich bin es, die... Durch sie kommen wir an Songbird vorbei. Wir suchen uns ein Luftschiff und hauen ab... Booker. ...nach Paris, Elizabeth. Du wolltest doch immer... Wir gehen nicht. Denn wir werden Comstock finden. Warum? Du hast gesehen, wozu er mich macht. Das lasse ich nicht zu. Und was dann? Willst du ihn töten? Willst du jetzt moralisch werden, Booker? Du vergisst, ich kenne dich. Ich lasse nicht zu, dass du ihn umbringst. Wirklich? Booker? Wie willst du mich davon abhalten? Gar nicht. Bei
ich es nämlich für dich erledigen werde. Suchen wir also den Propheten. Comstocks Zeppelin ist draußen. The Hand of the Prophet nennt er ihn. Woher weißt du das? Ich bin ja schon eine Weile hier. Wie lange? Lang genug. Willst du dir das mal ansehen? Einer muss Schmiere stehen. Ich hoffe, Comstock hat gekriegt, was er von mir wollte. Er wird nicht lange was davon haben. Ich fühle mich schon besser. Die Prozedur sollte uns sehr helfen bei den Problemen, die wir mit der Kleinen hatten. Sobald das Gerät implantiert ist, führt jeder Versuch ihrerseits, den Status zu verändern, zu einem äußerst schmerzhaften Elektroschock. Pavlov brachte Hunde zum Sabbern. Wir bringen ein Lamm zum Weinen. Sinn. Alles hier ist eine Chiffre, die ich verstehe, bis auf dieses Symbol. Das ist ein Käfig. Hat sie etwas darüber gesagt? Nein. Prophet! Comstocks Flaggschiff. Wir müssen irgendwie an Bord. Bleib hier. Ich mach das. Wir machen das zusammen oder ich mach's allein. So oder so, ich muss wissen, dass er gestoppt wurde. Oh, David. Ihr Kampf gegen die Prophetie ist wie der Fluch eines Steins aus einer Steinschleuder. Aufregend der Start, atemberaubend die Flugkurve und erschreckend der Absturz, wenn die Schwerkraft sie unvermeidlich nach unten zieht. Erledigt. Was ist das? Da! Entdeckung! Anscheinend Blindgänger. Das sind keine Blindgänger, sondern... Zieh dich um, Elizabeth! All das habe ich für dich erbaut. Du bist meine Erbin und mein Blut. Und was hat der Lich je für dich getan? Für ihn bist du, was du immer warst. Ein Mittel zum Zweck. Moment noch! Bitte sehr! Danke! Na dann! Okay! Da! Bitte sehr! Dabei.
verfehle nie mein Ziel, denn ich gehe durch die Ab. Los! Kommt! Ein Fläschchen Salze! Los! Schon dabei! Sorry, mehr habe ich nicht. Schloss aufzuknacken? Puh, Kinderspiel. Bitteschön. Mein Bruder hat mir ein Ultimatum gestellt. Schicken wir das Mädchen nicht dorthin zurück. Von wo wir es geholt haben, müssen wir beide uns trennen. Wo er eine leere Seite sieht, sehe ich König Lear. Aber er ist mein Bruder. Und so spiele ich meine Rolle, wissend, dass alles mit Tränen enden wird. Hilfst du mal? Okay. Fertig. Verstanden. Kurz auf die Hände zu kommen.
vergeben für das, was wir getan haben. Vergebung? Weiß nicht, was das bringen soll. Okay. Hast du Angst vor Gott? Nein. Aber vor dir. Da drüben! Comstocks Leute, sie wollen zu uns! Links. Ja, die Box, sie wollen das Flaggschiff angreifen. Wir müssen
außerhalb landen und uns hochkämpfen. Oder wir fliegen dieses Ding nach Paris. Setz mich ab, wenn du willst. Das ist nicht dein Problem, Booker. Ich lass dich nicht im Stich. Nein, nicht wahr? Sieh mal! Skylines überall auf dem Flaggschiff. Sie sind voll mit diesen Patriot-Kapseln. Von dort aus müssen sie abgesetzt werden. Ich würde da nicht hingehen, solange diese Kapseln da sind. Los! Der Kampfstag ist ganz oben auf dem Schiff. Los, rauf! Los! In Ordnung! Sieh dir die Ritt an, mein Kind. Er hat etwas an sich, das man nur schwer einschätzen kann. Bald wirst du sehen, wie ich bin und wie er nicht ist. Los, mach! Schon dabei! Thank you.
So räumen wir sie frei. Ich habe die Saat des Feuers gesehen, die das Sodom unter uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird. Aber nicht ich werde das Banner den Berg hinauftragen. Diese Aufgabe obliegt dir, Elisabeth. Sie obliegt dir. Die Skyline ist frei, Booker. Von hier geht's nicht hoch. Ich glaube, wir kommen doch nur über diese Skylines an Comstock ran. Slums steht der falsche Hirte. Auf der anderen die Überreste der gotteslästerlichen Vox Populi. Wer von euch Männern kehrt nicht freudig heim zu Gott, damit sie ihr Schicksal erfüllen kann? Freut euch! Freut euch! Der Tod hat keinen Stachel! Sinken die so langsam? Ich weiß nicht. Wir müssen abwarten. Ein Viertel der Kapseln ist weg. Mehr nicht? Ich bin noch am Suchen. Los! Die Stadt ist frei!
Es mag sein, dass ich sie besiege, DeWitt. Aber sie hatten immer schon einen Hang zur Selbstzerstörung. Wer weiß, vielleicht kommen sie mir ja zuvor. Blockiert. Es geht nur per Skyline. Na, so eine Überraschung. Verschlossen. Das kriege ich hin. Fertig. Das übernehme ich selbst. Nein, ich komme mit. Comstock ist ein Deck höher, in der Kabine des Propheten.
Schanze! Achtung! Gut. Elizabeth! Fertig! Diese Skyline bringt uns zur Kabine des Propheten. Einen Tisch machen, falscher Hirte. Aber hier läuft die Zeit rückwärts, ehe du Erlösung findest. Manche Sünden. Das ist mein Turm. Was ist das? Der Siphon? Ich hab das da gesehen. Ich hörte dich von oben singen. Und die Maschine erwachte zum Leben. Und dann im Grab meiner Mutter war eine kleinere. Sie haben mich ausgesaugt. Vielleicht kann ich deshalb nicht... Was? Als ich klein war, konnte ich nicht nur Risse öffnen, sondern sogar neue erschaffen. Überall hin, wo ich hin wollte. Aber in den Turm? Ja, ich bin gleich bei dir.
Geh weg. Ich bring's zu Ende. Booker, nein. Das geht nur ihn und mich was an. Du tappst in eine Falle. Ich muss das tun. Komm her, Kind. Komm, ich beiße nicht. Was bist du groß geworden? Sag's mir. Was bin ich? Sieh dich an, wie du aussiehst. Hey, lass sie los. Elizabeth, ich habe alles nur zu deiner Sicherheit getan. Sicherheit? Wovor? Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die Berge der Welt in Flammen hüllen. Doch der Erzengel sprach auch: Hüte dich, Prophet. Hüte dich vor dem falschen Hirten Booker DeWitt. Wie eine Wand wird er stehen zwischen ihr und ihrem Schicksal. Warum? DeWitt, ich bin ein Narr. Mächtige Armeen habe ich gegen sie geschickt. Feuer habe ich auf sie niederregnen lassen, nur um sie von ihr fernzuhalten. Dabei hätte ich ihr nur die Wahrheit sagen müssen. Frag ihn, Kind. Frag ihn, was mit deinem Finger ist. Frag DeWitt! Lassen Sie mich! Los! Frag den falschen Hirten! Sag's ihr! Sag's der falschen Hirten! Sie ist deine Tochter, du Dreckskerl! Und du hast sie im Stich gelassen! War's das wert? Hast du gekriegt, was du wolltest? Sag's mir! Raus damit! Es ist vollbracht. Nichts ist vollbracht. Booker. Ihr sperrt sie ihr Leben ein. Booker. Schneidet ihr den Finger ab und schiebt es auf mich. Booker, hör auf! Du hast ihn getötet. Was hat er gemeint? Sag mir, was er gemeint hat mit meinem Finger. Keine Ahnung. Ich dachte, du bist damit geboren. Ich weiß nicht. Deine Nase. Sie blutet. Was? Elizabeth, ich schwöre dir, ich weiß nicht, was er damit gemeint hat. Ach doch. Du erinnerst dich nur nicht daran. Nein. Ich beweise es dir. Wir zerstören den Siphon. Die Antwort liegt hinter einer deiner Türen. Du musst sie nur öffnen. Das ist der ganze Turm, Booker. Wie sollen wir das machen? Keine Ahnung. Ich lass mir unterwegs was einfallen. Wenn ein Mensch wiedergeboren wird, was passiert mit dem, der im Taufwasser zurückbleibt? Ist er einfach weg? Oder existiert er in einer anderen Welt mit all seinen Sünden? Mal mit dem Schloss.